Hallo und herzlich willkommen auf All Wheels Outside. Wir sind etwas traurig. Die schöne Zeit auf Samothrake liegt hinter uns und wir fragen uns, wie sich die Hauptsaison wohl auf dem Festland anfühlt. Wenn ihr unser Samothrake Video noch nicht gesehen habt, dann schaut doch mal rein. Ich verlinke es hier an der Stelle. Auch in Nordgriechenland fanden wir wieder schöne Plätze. Wir fuhren die Küste entlang von Alexandropolis über Porto Lagos bis nach Kavala. Dort wollten wir Maria und Kostas wieder treffen. Kurz vor Kavala hatte ich, wie ich hoffte, einen einsamen Strand für die Nacht herausgesucht. Einsam war der Strand, doch die Zufahrt hatte es natürlich wieder in sich. Abgesehen davon, dass wir hofften, dass mangels Ausweichmöglichkeit uns auf der Strecke niemand entgegenkommt, wurde unsere Lackierung wieder auf eine harte Probe gestellt. Hier könnt ihr den Strand, den wir für die Nacht ausgesucht haben, schon sehen. Es gibt zwar ein paar Gebäude und ein Wohnhaus, es ist aber niemand vor Ort gewesen. Kurz vom Ziel war der Weg dann doch zu sehr zugewachsen und wir kamen nicht umhin, uns den Weg freizuschneiden. Bei ca. 37 Grad war der Umgang mit dem stacheligen Geäst natürlich kein Spaß mehr.
Da der Douro zu hoch ist, um unter den Bäumen durch an den Strand zu kommen und keine Wendemöglichkeit sonst da war, mussten wir die letzten 200 Meter auch noch rückwärts durch das Gebüsch. Da die Äste die Spiegel immer wieder nach vorne abklappten und die Büsche die Kameras verdeckten, dauerte die ganze Aktion natürlich auch eine Weile. Aber dann war der Platz für die Nacht gefunden und wir konnten unseren Strand genießen. Wie ich erst abends feststellte, hatten wir leider nicht genügend Äste weggeschnitten. Irgendein tiefhängender Ast hat uns unsere Solarzellen beschädigt. Am nächsten Tag mussten wir natürlich die gleiche Strecke wieder hochfahren, um nach Kavala zu kommen. In Kavala haben wir direkt im Hafen hinter der Hafenmauer gestanden. Das ist ein guter Platz, von dem aus man zu Fuß die Burg und die Stadt erreichen kann. Außerdem kann man dort auch direkt ins Wasser gehen, eine Runde schwimmen. Nachteilig ist nur, dass die Fährschiffe, die direkt hinter der Mauer stehen, die halbe Nacht den Motor laufen lassen, also schlafen ist da nur mit Gehörschutz möglich. Von Kavala aus machten wir uns auf den Weg, Halkidiki zu erkunden. In der Nähe von Stavros entdeckten wir dann die Vavaras-Wasserfälle. Da würde ich echt noch Geheimtipp zu sagen. Wenn ihr also in die Gegend kommt, schaut euch die Wasserfälle unbedingt mal an. Zu den Wasserfällen kommt ihr, indem ihr von Olympiada aus die Straße 4615 nach Westen nehmt. Nach ca. 6 Kilometern müsst ihr nach rechts in den Wald abbiegen. Der Wasserfall ist ausgeschildert. Ende Juli war das kühle Mikroklima im Wald rund um die Wasserfälle eine willkommene Abwechslung. Nervig waren nur die vielen kleinen Mücken. Allerdings sind wir nicht gestochen worden. Schön drauf, wie du umschwirrt wirst. Jetzt genießen wir erstmal den Sommer auf Halkidiki. Von Tipiti auf Athos aus sind wir mal ohne Douro Fähre gefahren und haben uns die Insel Amoliani angesehen. Besonders aber hat uns Sitonia gefallen. Trotz Hochsaison haben wir immer wieder schöne Stellplätze gefunden.
Ich hoffe, euch hat der kleine Film wieder gefallen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.